Guten Morgen, liebe Freunde, und herzlich willkommen hier auf Mallorca in Can Picafort von meiner Hotelanlage. Ich bin mittlerweile den, siebten oder achten Tag hier vor Ort. Es ist sehr schön. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet. Heute ist wieder super Wetter. Und da werde ich heute mal einen tollen Ausflug machen, ohne meine Freundin und ohne meinen Sohn. Die machen sich heute hier einen schönen Tag alleine. Und zwar geht es heute zum Klippenspringen in irgendeine Bucht auf Mallorca. Da bin ich mal sehr gespannt, was da abgehen wird. Schön, dass ihr dabei seid. Ja Leute, wir haben uns jetzt hier schon in diese wunderbaren Neoprenanzüge gequetscht. Wir sind eine Gruppe von etwa 10 Leuten und jetzt soll es wohl auch gleich losgehen. Ja Leute, jetzt sind wir hier in der Bucht von Poenza. Wir latschen jetzt hier gerade unserem Guide noch hinterher. Sind noch ein paar Meter und dann geht es ja auch, glaube ich, gleich endlich ins Wasser. Da müssen wir noch ein bisschen schwimmen und dann können wir auch anfangen, von den Klippen zu springen. Ja Leute, jetzt springen wir hier mal von 7 Meter runter. Ja Leute, jetzt wird es hier ein bisschen spannend. Ja Leute, jetzt werden wir hier diesen schmalen Weg lang gehen. Da hinten sieht man schon die Leute, die an der Klippe da sich langhangeln. Und dahinter geht's dann, müssen wir die Steilwand, wenn wir wollen, hochklettern. Und wenn wir abstürzen, müssen wir uns von der Wand abdrücken. Sonst könnte es sein, dass wir auf dem Felsen landen. Ich weiß nur nicht, ob ich das gleich filmen kann, wenn ich da in der Steilwand hänge. Doch, da ist der andere Guide. Die Dingens, den Namen habe ich jetzt vergessen. Der werde ich die Kamera in die Hand drücken. Ja Leute, Glück im Unglück. Das ist leider nicht auf der Kamera. Die hat sich gerade aus dem Stativ verabschiedet, als ich der Begleitung in die Hand gedrückt habe. Sie wusste nicht, wie instabil das ist. Ich habe sie nicht gesagt. Auf jeden Fall ist die Kamera 7 Meter im tiefen Meer versunken. Und unser Guide, der Juan, ist runtergetaucht und hat das Ding wiedergeholt. Das ist der Wahnsinn. Hab 5 Minuten der Angst um diese teure Kamera hinter mir. Jetzt kann es hier auch weitergehen. Einen Sprung habe ich dadurch leider verpasst. Aber ja, jetzt stehen wir hier an einem natürlichen Swimmingpool. Ja Freunde, der Ausflug ist vorbei. Jetzt zum Schluss sind wir noch durch diese Höhle da getaucht und geschwommen. Also es war ein richtig tolles Erlebnis. Leider habe ich, Idiot, den höchsten Sprung nicht mitgemacht, weil als die Jungs da auf die 12 Meter geklettert sind, habe ich meine Kamera gesucht. Na, trotzdem die Sprünge, die ich gemacht habe, die 9 Meter, das hat richtig Freude bereitet. Und jetzt darf ich mich hier verabschieden mit nochmal einem Rückblick auf die Bucht von Poenza.